Audio Jungle. Aus dem Star Wars Shop. Bin zwar noch nicht genesen, hört man auch an der Stimme, aber ich muss aus gegebenen Anlass Star Wars Solo einfach mal einen Clip machen, um euch aufzufordern, bist du ein Star Wars Fan? An alle Star Wars Community Wohnzimmer, wenn du ein Fan bist, dann lässt du natürlich Star Wars nicht sterben, sondern hilfst, wie früher, 77. Am 25.05.1977 haben wir doch auch PR gemacht. Ey, ich war in einem super tollen Film, da musst du reingehen. Seh ihn dir an, sag mir dann, wie du ihn findest. Das findet 25.05.2018 natürlich nicht statt. Jeder donnert jetzt drauf, weil er nicht genügend Geld gemacht hat. Leute, ich gehe in ein Kino, um einen Film zu sehen. Mir ist es egal, was der einspielt. Okay? Das muss ich einfach mal gesagt haben. So, natürlich bin ich Händler. Natürlich ist das eine Gefahr, dass ich meine Figuren nicht verkaufen kann. Das ist klar. Aber so geht es nicht. So ist, dieses Verhalten ist schräg. Ihr mit eurer Spoilerwarnung verhindert Informationen. Ja? Und obendrein will ich mir mal die Spoilerwarnungen anschauen, was da drunter steht, das hat mit dem Spoiler auch nichts zu tun. Aber egal, will mich nicht aufhören, das ist Fräsen, Drescherei. Die sind alle selber schuld. Wer dafür die Verantwortung trägt, dass Star Wars stirbt, liegt darin, wenn der Fan nicht richtig reagiert. Ein Fan, und hiermit rufe ich auf, jeder Fan, vor allen Dingen in der Community, 30, 40, plus 55, plus, wenn euer Hobby, ihr interessiert euch auch nicht dafür, was bekomme ich oder was bekomme ich nicht. Ich habe auch gerade wieder jemanden, der mir eine riesen Schubkarre bringen möchte. Ich soll für ihn das dann verkaufen. Da ist auch der Falke bei von Per Augustini. Ja, ich glaube 28 Hefte hat er schon. Und für diese 28 Hefte hätte er gern. Jeder weiß, wie teuer dieses gute Stück wäre zum Schluss. Aber egal, darum geht es nicht. Wir versuchen zu helfen, ich kaufe nichts an. So, dieser Videoclip jetzt, wegen Han Solo, Story und wegen dem Misserfolg E8 im Nachhinein, alle waren ein bisschen, Johnson die Idee hat, alles aufzubröseln, geht halt auf. Wir sind vor Star Wars 2.0 nicht zu retten, das ist eben halt so. So, ich habe ja gesagt, dass ich eine besondere Figur erhalten werde heute und jeder flippte aus, es könnte nicht sein. Doch, kann sein. Seit dem 25.05.2018 habe ich diese Figur. Sie wurde leider wegen Wochenende mir erst heute am 28. geliefert. Aber es ist die Figur, die jeder behauptet, dass es die noch nicht geben würde. Und ich kann euch sagen, ja, die gibt es wohl. Und zwar As Nest. Opa. Anthony's Nest, da ist sie. Ich habe gesagt, ich werde einen Videoclip machen. Hier ist sie. Ist eine Sie. Ne? Jeder, der im Kinofilm drin war, weiß, dass es eine Sie ist. Sommersprossig, welliges Haar. Und sie ist die Chefin der Piraten. Weil Bennett vergessen hat, sie einzuplanen, ist es ja dazu gekommen, dass zwei seiner Besten auch sofort verstarben. Und somit musste er ja mit Han Solo und Chewbacca etwas unternehmen, denn er war ja halt Unterzahl. Haben sie auch gut hingekriegt, wer den Film gesehen hat. Also an alle Star Wars Fans, dieser Aufruf, helft, dass Star Wars weiterlebt. Hört auf Geld zu denken, hört auf nur an Geld zu denken, also hört auf, selbst an Geld zu denken, dass diese Figur jetzt richtig was wert ist oder nicht wert ist. Hört auf, Disney zu beurteilen, ey Leute, habt ihr weniger gemacht, Pech. Nee, eben nicht. Uns als Fan soll das total egal sein, ob Disney Umsatz macht oder nicht, sondern Disney soll liefern. Und wenn wir ganz ehrlich sind, hier in Deutschland sind wir circa 89 Millionen Menschen. So, wenn davon 1%, wenn wir Glück haben, 10% Star Wars Fans wären, wäre der Aufruf ja schon gegeben, dass die weitermachen. Also ich würde mich freuen auf Solo 2, Solo 3. Nicht wegen den Figuren. Da muss ich jetzt aufpassen als Händler.
Denn ich bekomme mehr Figuren angeboten, wie ich verkaufe. Und das wäre nicht gut. Weil, was habe ich davon? Tote Sachen kauft mir keiner, wenn ich mal ehrlich sein darf. So, aber ich habe sie. Ich habe diese Figur, die sieht verdammt gut aus. Und sie hat eine Größe von 6 Inch. Enfys Nest. Verdammt gut. Die Figur sieht gut aus. Richtig schön gemacht. Zwar nicht in Silber, sondern bald. Hallo, Grüße. Wie immer, sucht euch einen aus. Und alles klar. Jo. So, real. Real habe ich noch nichts vernommen. Also real, mit Menschen analog gesprochen. Ihr wisst, der Sondersender Star Wars hier berichtet halt über Star Wars und ihr könnt analog hier verweilen, sprechen, Figuren anschauen und so weiter. Wir drehen ja auch die Sendung und die Sendung wird jetzt gemacht am Donnerstag, den Feiertag, den letzten im Mai. Und dann senden wir sozusagen ab Juni, wo der Aufruf bei ist, dass Star Wars nicht sterben möge. Unter uns zwischen 30, 40 plus und 55 plus, diese Altersgruppe hat doch keine Zeit, sich Rebels anzuschauen, Destiny anzustauen oder demnächst Resistance oder Resistance oder irgendwas anderes. So, die Gruppe 30, 40 plus, 55 plus hat auch nicht die Zeit, irgendwelche Spielchen zu spielen, um dahinter zu kommen, wer, wie, wo, was wäre. E7 war 30 Jahre nach dem Imperium. Das ist ja schon die Frage aller Fragen gewesen, was ist denn da geschehen? Wie kommen die plötzlich auf erste Ordnung, Kinder zu entführen, aus den Kindern Soldaten zu machen? Die hatten vorher Klonkrieger. Die hatten davor die Roger Rogers zum Beispiel. Und jetzt kam E8, wo ein Han Solo sein Schwert wegwirft, pfeift auf die Jedis und sagt, ey, Ende, ich will nicht mehr. Dann hört man einen Kylo, ein Kind mit Maske, einen Darth Vader spielen. Fehlte nur noch das Röcheln. Kam aber nicht. Dafür hat er dann seinen Helm zerborsten, zerscheppert etc. und beinahe seine eigene Mutter ins Weltall gebraten, wenn seine Kumpels nicht schon schneller geschossen hätten, wie sie geschossen haben. Ja, das mal dazu. Ah, hallo, Grüße. So, natürlich haben wir die Kanon-Freaks. Star Wars Kanon. Legends. So. 1991 hat er, George Lucas, gesagt, die Schnauze voll, das ist der Faden, haltet euch dran, gut ist. Das ist alles vorbei, seit 2012, Unterschrift 2013, 14, 15. So, 2015 kam die Ordnung, die erste, und Star Wars 2.0. So, fängt da neu an, Feierabend. Natürlich die im Kanon drehen am Rad. So, wir haben den Kanon immer noch zwischen G und T. Ja? Das Gesetz des Ganzen. Von George Lucas und Fernsehen. Hallöchen, bringt der Sonne mit? Ja. Spreche nur für die Gruppe 30, 40 plus, 55 plus, die jetzt gezwungen sind, hin und her zu springen zwischen Kanon, Legends, Legenden. So, das erweiterte Universum ist ja dann bei den Legenden, Legends. Um überhaupt klar zu werden, wieso Maul plötzlich kommt, wenn er bei 1 schon links hinüber und so weiter und so fort. Bei Rogue One sind ja auch einige Sachen aufgedeckt worden, die ja leider alle verstorben. Ja? Wenn man sich keinen Kopf macht, wer da aufgetaucht war, ist Barrera zum Beispiel, der halt ein ziemlicher Gauner auf Deutsch gesagt war, der auch mit fundamentaler Gewalt da versuchte, ein Rebell zu sein und kein richtiger Rebell mehr war. Musste man ja durch die Rebels, war ja klar, wieso, weshalb, warum. Nur wer das alles nicht macht, zwischen 30, 40 plus und 55 plus, betrachte ich es mittlerweile so, dass ich also konsumieren muss, um festzustellen, wer was ist. Es wäre natürlich viel schöner, wenn die Filme abschließend wären. E7 fing an, 30 Jahre nach Imperium. Keiner weiß, warum das Imperium untergegangen ist, obwohl die erste Ordnung dasselbe wieder Imperium macht. Hat ja auch einen Todesstern und all solchen, und so. Und bei E8, wie gesagt, da wurde ja alles mal eben beendet. Gut, noch einmal. In den 30 Jahren für den Kanon gearbeitet
und auch an die Richtlinien gehalten, weil George Lucas es so wollte, denn wir hatten den Auftrag, Figuren, Informationen zu verkaufen, was wir heute nicht mehr müssen, weil heute macht ja das Netz. Das Netz macht es. Besonders jetzt hier in der Gruppe, die Kanon, also der offizielle Kanon, ja, wo alle rumschwirren. Du sollst Jedipedia sollst du ja lesen, damit die heilige Bibel in dein Gehirn, sag das mal 30, 40 plus und 55 plus. Grüße, Hi. So, zum Abschluss, ich frage höflich den Kanon, die Legends, Resistance, Rebels, habe ich mal vergessen, Destiny, Clone Wars, gezeichnet, CGI, nicht und so weiter. Also das gesamte Compendium Star Wars. Legends, Kanon, ehemalig Kanon bis 91, danach ab 2012, 2013 neues Kanon, Legends. Höfliche Frage, was soll ich denn noch alles? Ich rede jetzt oder ich frage jetzt 30, 40 plus und 55 plus, was sollen wir denn nach so viel Arbeit uns noch ins Gehirn pfeifen, um mit Star Wars klarzukommen? Kinogänger, was ist denn mit den Kinogängern? Ist das eine eigene Sparte für sich? Sind die Kinoleute, die nur Filme gucken, eine andere Spezies wie, oder müssen wir alle Fanboys, Nerdies sein? Also ich frage euch sehr höflich, wie viele Bücher, wie viele Comics, was alles muss ich, um Star Wars verstehen zu können, lesen, konsumieren, kaufen, horten, sammeln, um Star Wars verstehen zu können? Warum frage ich? Klar, wegen Solo. So, die einen fangen dann, also ich bitte euch, eine gewisse Webseite vorsichtig zu beäugen. Und zwar gebe ich euch jetzt mal den Grundriss. Es gibt eine Firma, die alle drin hat. Eine Firma, die alles macht. Es ist ein Commerz, ob das GameStar ist, Movieplot oder Movie-Dingsbumskirchen da. Und zwar geht ihr dann auf die sogenannte Website von denen, wenn ich das eben finde. Habe ich exklusiv für euch veröffentlicht. Ich komme jetzt nicht so, es geht alles hier manchmal nicht so schnell, ob das am Wasser liegt. Am Wetter liegt oder halt Facebook boykottiert ja vieles, wenn man die Wahrheit raushaut. Also wenn man die Wahrheit raushaut, dann hängt man dann in den Seilen, das wisst ihr ja mittlerweile. So, ich habe da was veröffentlicht, damit ihr wisst. Aber das hat man mir schon weggenommen. Na, ist halt so. Kann nichts ändern. Wurde einfach weggeschniegelt. Wenn man, wie gesagt, die Wahrheit veröffentlicht, Website. Es gibt eine Website, das ist eine Firma, die halt GameStar, GamePool, MoviePilot und so weiter und so fort. In Amerika gibt es die MovieMojo. MovieMojo, der wird darauf verwiesen. Habe ich also noch nicht lokalisiert, ob das auch zu irgendeiner Holding gehört. Also das ist eine Firma, die da ein bisschen Sputnik macht, ein bisschen treibt und ein bisschen bewegt und die Fans so in eine Richtung lenkt. Also mir persönlich ist es egal. Ich will unterhalten werden. Solo hat mich unterhalten, bin lachend raus, schmunzelnd raus und ich habe die Möglichkeit, durch die modernste Technik mich jeden Tag daran zu bereichern, um mehr zu erfahren. So, sonst können wir ja die Sendung nicht machen, die wir vorhaben. Wir werden schauen, wie gesagt, gezielt 30, 40 plus, 55 plus, aufwärts. Wir werden aber auch euch mit einbeziehen, Kanon Legends zwischen 9, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, zwischen 9 und 14 und 24, die halt in Kanon, in Legends unterwegs sind. Ich frage mich manchmal, wie werde ich zu einem Nerd, also wirklich einer, der diese fette Brille aufhat und regelrecht Star Wars rückwärts pfeifen kann. Wer, wie, wo, warum, weshalb, wieso auch immer irgendwo gelandet ist, um dann doch mit demjenigen, welchen auch immer, zusammengekommen ist. Ja, was machst du für ein Gesicht? Ist doch Sonne draußen. Oh. Die Hoffnung stirbt zum Schluss. Ich hoffe, dass Disney es durchzieht. Ich beglückwünsche Disney, wenn sie damit gut Geld machen können. Ich würde mich freuen, ich werde nun mal älter,
Disney, dass Disney, sagen wir mal, auf alle eingeht. Nicht nur auf den Konsum und nicht nur auf die neuen Nerdys, ab 9 aufwärts, die alles konsumieren, die alles kaufen, alles haben wollen. So viel Zeit reicht einfach nicht aus. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich in die Legends rein kann, ja? Um da in dem Universe da rumzuwuseln, um in diesem Universum klarzukommen, wer mit 1333, Old Republic, Battlefront, Star Wars, Clone Wars. Heavy. Ja. Das geht nicht. Ich möchte die Filme konsumieren. Also, ich werde mir jetzt anfangen. Also, ich hoffe, die machen weiter. Ja. Also, unter uns. Game of Thrones, die Regisseure. Keine Ahnung, was die da, wollen die da mittelalterliche Schlachten machen? Ich denke gar nicht mehr. Ich schließe ab. Ich gehe zurück zum 25.05.1977 und schaue mir Star Wars einfach gedanklich noch mal an. Nur lass mich gleiten. Ist okay. Ja, ist eine schöne Geschichte. Märchen. Unterhalten. Ich dachte schon. So, ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ich freue mich auf die große Sendung, weil da haben wir ja viel zu erzählen. Ich würde mich tierisch freuen, wenn mal Nerdys, echte Wahnsinns-Nerdys, analog erscheinen will. Ihr wisst ja, wo der Sondersender Star Wars ist. Ist ja Star Wars Community Wohnzimmer als Sendung und als Gruppe. Für die Sendung kann jeder vorbeikommen, der Interesse zeigt. Und analog, ihr könnt auch die Figuren in die Hand nehmen. Wir können uns auch mit Figuren unterhalten. Wenn Zeit ist, in meinem Altersbereich 30, 40 plus, 55 plus, die haben kaum Zeit. Ja, ich freue mich ja, dass überhaupt zwei Zeit haben, die 47, 48 schon sind, also in dem Bereich 30, 40 plus sind und somit wir darüber reden können. Ja, das war's. Das war's. Es hat richtig wieder Spaß gemacht, das wird so dauern, ein Jahr. Hallöchen. Guten Tag. Kommen wir einfach mal zum Schluss mit Star Wars. So, meine lieben Freunde, das war der letzte Zwischenclip während der Arbeit, weil ab jetzt einmal im Jahr eine Wahnsinnssendung gemacht wird. Es wird alles so ein bisschen aufgeschrieben bei den Nerds, bei den Nerd-Fanboys, bei den Kadern, bei den Gruppen. Also ein bisschen aufgeschrieben, dann geforscht. Ich habe gerade gefragt, keine Antwort bekommen, wie viele Bücher muss ich lesen, um ein Nerd zu werden, um Star Wars zu verstehen. Wir saßen ja in der Reihe durch Zufall, 30, 40 und 55 plus und wir schauen, wann ist denn Solo, hä? Das ist doch Darth Maul, hä? Ist er vor 1? So, ihr sagt, nee, 10 Jahre davor und ihr habt das alles so gelesen in euren Büchern, in euren Comics und was weiß ich nicht alles. Da hat man so viel schon gesehen, Rebels, Disney und das alles und unser einer fragte sich auch, obwohl er wusste, was mit Darth Maul passiert ist, dass er einer Gang angehört oder selber eine Gang, da er arbeitet hat. Also mit seinem Bruder, der Bruder ihn gefunden und ihn dann durch Zauberkräfte da die elektronischen Beine und mehrere Beine und was weiß ich nicht, was der arme Maul da alles so hatte, der Verwirrte. Ja, der ist nachher halt wieder normalisiert worden und hat dann, wie gesagt, seinen Clan da gegründet und ist dann, wie gesagt, losmarschiert. Warum man ihn da jetzt bei Han Solo reingekommen, keine Ahnung. Also ich hätte mich gefreut, wenn Jabba da irgendwie erstanden wäre. Dann hätten wir gewusst, aha, Jabba ist die nächste Folge. Mit Jabba hat er Ärger. Mit Jabba wird er Ärger bekommen. Und dann wäre Solo 2 auch schon wieder zu Ende gewesen. Aber nein, es kommt das Maul und keiner weiß, warum. So, ich habe mir da die ganzen Sachen angesehen da. Und zwar bei den Kanon-Gruppen. Ja, wie gesagt, bei den Kanon-Gruppen habe ich mir das da angesehen. Und wie gesagt, die erzählen dann von den gesamten Buchreihen, die man da lesen muss, die Comics, die man lesen muss. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe gar keine Lust dazu. Nö, Ich möchte Film gucken. Also die sollten Filme machen, dann weiß man Bescheid. Ja? So gut, habe ich alles gesehen, Gott sei Dank.
kann ein bisschen mithalten, was ihr euch von euch gibt da. Also wie gesagt, wenn es nur ums Geld geht, also wenn Star Wars nur ums Geld geht, dann habe ich auch bald keine Lust mehr, weil ich möchte mich unterhalten lassen und möchte jetzt nicht sehen, ah, Disney macht weiter, die haben Erfolg, und ich will auch nur Erfolg haben, ah, ich will nur an dem Erfolg teilhaben, nee, Star Wars ist nicht mehr erfolgreich, nee, das tue ich mir nicht an, falsch. Wenn Disney nur 1 Euro macht und trotzdem mir irgendwie Star Wars zeigt, gucke ich mir das an. Mir ist das vollkommen egal. Außer ich kann gucken, und wenn Disney irgendwann einen eigenen Kanal hat, eigene Realstory und was weiß ich nicht alles, dann wird schon aufgehen, es geht auf, ich mache mir da keinen Kopf. Ich verändere das, ich habe keinen Trieb da drauf, irgendwelche Nerdies da oder Pessimisten oder noch schlimmer. Ich sehe hier ein wunderschönes Bild der Schauspieler, wie die miteinander Spaß haben, und genau so werde ich mir den Spaß auch zu Gemüte führen. Ich werde auch so viel Spaß haben mit Star Wars. Mir ist das sowas von egal. Ich sehe die Filme, ich bin Verbraucher. Mir ist vollkommen egal, wie Disney oder was Disney daran verdient. Die sollen mich gut unterhalten. Solo hat mich gut unterhalten. Marvel fand ich ein bisschen übertrieben. Aber so ist Marvel nun mal. Und soll mir auch egal sein. Ich gucke mir das an, aber nicht im Kino, sondern nur zu Hause. Also Geld ausgeben tue ich für alles. Star Wars, Marvel. Aber nicht Kino. Nö, Kino tue ich mir nicht an.